Wir feiern hier heute einen Tag der offenen Tür im Außenbezirk Bernkastel-Kusi auf der Schleusenanlage in Zeltingen aus Anlass 50 Jahre Großschifffahrt auf der Mosel. Und wir nutzen die Gelegenheit der Bevölkerung hier an der Mosel und auch rund um die Mosel mal zu zeigen, was ein Wasser- und Schifffahrtsamt so eigentlich zu tun hat, warum ein Wasser- und Schifffahrtsamt da ist. Und wir bieten der Bevölkerung hier die einmalige Gelegenheit, auch Dinge zu sehen, die man normalerweise nicht zu sehen bekommt. Die ganze Schleusenanlage kann besichtigt werden, die ganzen Arbeitsschiffe und sonstige Schiffe, die wir haben, können besichtigt werden. Und wir bieten heute auch die Möglichkeit, die Mosel zu unterqueren im Wehrkontrollgang. Das ist für viele etwas wirklich ganz Besonderes, denn wir sind da so 10, 12 Meter unterhalb des Wasserspiegels unter der Mosel durch und können dann auf der Höhe des Wehres, unterhalb des Wehres, die Mosel passieren. Und wir sind sehr, sehr froh, dass bis jetzt so viele Menschen den Weg zu uns hierher gefunden haben. Und wir haben natürlich nicht nur Großschifffahrt hier auf der Mosel. Die Großschifffahrt läuft rund um die Uhr. Wir haben auch eine ganze Menge Freizeitskipper hier an der Mosel. Und die sind natürlich auch froh, funktionierende Anlagen zu haben. Und die haben auch heute die Möglichkeit, mal sich so eine Schleusenanlage näher anzugucken, um dann mal zu sehen, wo sie sonst immer durchgeschleust werden. Und über das rein Technische hinaus besteht auch hier die Möglichkeit, mit den Kolleginnen und Kollegen vom Wasser- und Schifffahrtsamt Trier ins Gespräch zu kommen. Wir befinden uns hier auf der Steuerstand der Schleuse Zeltingen, eine der inzwischen zwei Schleusen an der Mosel, die über zwei Schleusenkammern verfügt. Von daher ist der Steuerstand hier auch ein bisschen anders aufgebaut und eingeteilt wie die übrigen Steuerstände. Von hier aus wird neben den beiden Schleusen, den Großschifffahrtsschleusen, die Wehranlage überwacht, gegebenenfalls gesteuert. Wenn wir mit den Bildschirmen anfangen, die man hier an dem Steuerstand sieht, ist der rechte Bildschirm der Bildschirm für die Wehranlage bzw. daran anschließen auch die Bootschleuse. Wir sehen hier die drei Wehrfelder. Wir befinden uns an der Mosel in einer Systematik der Sektorverschlüsse. Das heißt, wir haben drei Sektoren, die über wasserhydraulisches System gesteuert werden. Das heißt, von Oberwasser werden die Sektoren gefüllt, um sie zu heben, und zum Unterwasser hin aus dem Sektorkörper raus wird das Wasser abgeleitet, um den Sektor zu senken. Wasser wird von einer Menge über 400 Kubik in der Regel über die Sektoren abgeführt. Bis 400 Kubik wird die Wasserführung und das Wasser entsprechend behandelt durch das Kraftwerk. Das Kraftwerk, was von RWE betrieben wird und im Eigentum des RWE ist, verfügt über vier Turbinen, a 100 Kubikmeter pro Sekunde Durchflussmöglichkeit. Wenn das Kraftwerk erschöpft ist durch mehr Wasser als 400 Kubik oder durch eine Störung in den einzelnen Turbinen bzw. wenn eine Turbine wegen Revisionsmöglichkeiten außer Betrieb genommen wird, wird das Wasser abgestimmt mit dem RWE, was die Leitzentrale in Fankel betreut, über die Sektoren abgeführt. Entsprechend der Menge natürlich über ein, zwei oder auch über drei Sektoren. Bei einer Wassermenge von 1500 Kubikmeter pro Sekunde sind die Möglichkeiten, das Wasser zu steuern, über die Wehranlagen erschöpft. Das heißt, die Sektoren liegen komplett flach in der Sohle. Ab diesen Wassermenge haben wir keine Möglichkeit mehr, den Wasserabfluss zu beeinflussen bzw. zu steuern. Dann ist die Mosel eigentlich wieder freifließend vom Wasser her und wir müssen das Wasser, was von Oberwasser her ankommt, ungesteuert nach Unterwasser durchlaufen lassen.
Im Moment haben wir Wasserstände von, was haben wir? 150 Kubik. Was also das eben bedeutet, dass an den Sektoren kein Wasserdurchfluss ist, sondern alles übers Kraftwerk geführt wird. Vorhin hatte ich erwähnt, dass neben den drei Sektoren und dem Kraftwerk auch die Bootschleuse abgebildet ist auf diesem Steuerbildschirm, wobei die Bootschleusen Selbstbedienungsschleusen sind. Da wird von hier aus eine gewisse Überwachung durchgeführt, aber der Schleusenvorgang als solches wird nicht vom Steuerstand aus eingeleitet und abgewickelt. Das müssen die Sportboottreibenden selber durchführen. Die Sportbootschleuse hat eine Länge von 18 Metern und eine Breite von 3,30 Meter. Neben dem Bildschirm für die Wehranlage und die Sportbootschleuse ist der sogenannte Bildschirm MIP Moves. Darüber haben die Schichtleiter die Möglichkeit, die ankommenden Schiffe zu überwachen, zu registrieren, beziehungsweise auch dann die abgehenden Schiffe entsprechend für die nächste Schleuse dann zu dokumentieren. Also hier werden die Schiffsbewegungen, die auf der Mosel stattfinden, entsprechend dokumentiert bzw. registriert, sodass der Schichtleiter immer weiß, welche Schiffe sind im Zulauf zur Schleuse bzw. im Ablauf zur nächsten Schleuse. Es ist eigentlich ein Überwachungssystem, um zu wissen, welche Schiffe befinden sich im Einzugsgebiet der Schleuse, hier in dem Fall in Zeldingen. Dann kommen wir zum eigentlichen Schleusenbildschirm, der wichtig ist zum Betrieb der beiden Schleusenkammern. Hier in Zeldingen ist es so, dass wir zwei Bedientische haben. An dem einen Bedientisch wird die neue Kammer oder linke Schleusenkammer bedient. Die Abmessungen sind hier 12,50 Meter und 212,50 Meter Breite und 210 Meter Länge. Und auf dem zweiten Bedientisch ist im Wesentlichen dann die alte Kammer zu bedienen mit Abmessungen von 12 Metern Breite und 170 Meter Länge. Normalerweise wird der Schleusenvorgang im Automatikbetrieb durchgeführt. Das heißt, die Ampeln werden vom Schichtleiter entsprechend von hier aus bedient und danach, wenn das Schiff eingefahren ist in die Kammer, festgemacht hat, wird der sogenannte automatische Talfahrt bzw. Bergfahrt eingeleitet, die dann vom Steuersystem her automatisch durchgeführt wird. Es besteht natürlich auch die Möglichkeit, dass das alles händisch abgewickelt wird, wenn der Schichtleiter eingreifen muss aufgrund irgendwelcher Störungen bzw. auf besondere Veranlassungen. Besteht natürlich die Möglichkeit auch, das alles sukzessive abgewickelt per Hand anzusteuern und zu bedienen. Aber im Normalfall, bis auf die Ampelanlagen, läuft die Berg- bzw. Talfahrt im Automatikbetrieb ab. Dann sieht man hier noch jede Menge Überwachungsbildschirme, die einmal für die Schleusengänge erforderlich sind, um zu verfolgen, wie die Schiffe in der Kammer festgemacht haben, beziehungsweise ob der Schleusenvorgang wirklich unbeeinträchtigt und unbehindert eingeleitet werden kann. Neben den Bildschirmen, die für die Schleusenkammern selber erforderlich sind, gibt es natürlich auch noch Bildschirme für die Überwachung der gesamten Schleusenanlage beziehungsweise auch der Wehranlage. Wichtig für den Schleusenbetrieb und für den Bergbetrieb sind natürlich auch die entsprechenden Pegelstände, die auch hier von den Pegeln, die sich im Oberwasser, in der Kammer
und im Unterwasser der Kammer für den Schleusenbetrieb erforderlich befinden, beziehungsweise die Wasserstände auch vom Unterwasser der oberhalb liegenden Schleuse beziehungsweise vom Oberwasser der unterliegenden Schleuse anzeigen, sodass alle Möglichkeiten hier bestehen, den Schleusenvorgang beziehungsweise die Wehrsteuerung entsprechend der Wasserstände auch durchführen zu können.